Isabel Daniel, das Interview der Politinsiderin. Nachdem wir vergangene Woche an dieser Stelle über die FPÖ geredet haben und 88% für Herbert Kickl, haben wir jetzt einen SPÖ-Parteitag hinter uns, der ein wirklich schlechtes Ergebnis für die Parteichefin gebracht hat. Und darüber will ich mit unseren zwei Experten heute hier reden. Robert Miesig, SPÖ-neuer Publizist. Hallo. Hallo. Und Andreas Mölzer, FPÖ-naher Publizist. Fangen wir mit dir an, Robert. Ja. Also wir haben ja eben vergangene Woche über diese 88% geredet. Und erstaunt dich das nicht selber, dass freiheitliche Funktionäre, die ja auch alle nicht Herbert Kickl so bedingungslos lieben, offensichtlich disziplinierter sind als SPÖ-Funktionäre und die SPÖ, Pamela Rendi-Wagen, eigentlich das historisch schlechteste Ergebnis eingebracht hat, weil das Ergebnis von Kreisky ist nicht vergleichbar, weil es eine Kampfpartei, ein Kampfparteitag war. Naja, ich meine, es ist jetzt, glaube ich, nicht so eine entscheidende Frage, ob es mich im Verhältnis zur FPÖ überrascht. Das sind natürlich andere Situationen. Kickl ist das erste Mal angetreten, aber natürlich auch sozusagen mit Reserviertheit in seiner eigenen Partei. Pamela Rendi-Wagner ist das zweite Mal angetreten. Beim ersten Mal hat es, glaube ich, 98% gehabt. Es ist einiges unrund und manches runtergelaufen in den letzten 2,5 Jahren und jetzt hat sie 75% gehabt oder 75,3%. Ja? Das ist nicht vergleichbar, aber ein schlechtes Ergebnis. Ja, ich meine, darüber braucht man nicht diskutieren. Kein Mensch kann damit zufrieden sein. Und eigentlich hat es auf diese Art und Weise auch kaum jemand erwartet. Ja, man hat schon gewusst, es gibt sozusagen gewisse Stimmen in der Partei, die nicht zufrieden sind. Dann gibt es aber auch andere Stimmen in der Partei, die so ein bisschen intrigant sind und gerne an dem Sessel der Vorsitzenden sägen oder auch beleidigt oder sonst irgendwas. Und das beides zu Streichungen addieren wird, war klar. Aber dass es dann 24,7% sind, die das streichen, das ist überraschend viel. Und das ist nicht gut für eine Partei. Ja? Das ist einfach schlecht, weil das müssen sich auch die gestrichen haben, sich diese Frage stellen, was so jetzt dadurch besser sei. Also durch so einen Parteitag, hätte man denn tun wollen in einer Situation, wo du eine türkise Regierung hast, wo du die soziale Schieflage im Land hast, wo du die Angriffe auf die Demokratie hast, da kannst du ja nur erhoffen, dass eine Sozialdemokratie gestärkt aus so einem Parteitag herausgeht. Und dann gehen 24% der eigenen Parteifunktionäre her und streichen die eigene Vorsitzende, woraus dann folgt, was vollkommen klar ist, dass man 2-3 Wochen über die Krise der Sozialdemokratie diskutiert und nicht mehr über die Probleme der türkischen Regierung. Ja? Also da stelle ich mir schon die Frage, was denkt sich jemand, der da streicht? Bevor wir dazu kommen, sind Sie überrascht, dass Ihre Partei disziplinierter ist als die Sozialdemokratie? Weil letzte Woche waren Sie ja, glaube ich, noch der Meinung, die werden schon diszipliniert genug sein. Naja, ich möchte es umgekehrt anlegen, wie der Herr Miesig vorige Woche, der gesagt hat, diese 88% für den Kickl sind ja katastrophal schlecht. Ich glaube, die 75% sind ein super Ergebnis für so eine schwache Kandidatin, so eine schwache Vorsitzende. Wirklich. Weil schauen Sie, bei näherer Überlegung muss man ja eines sagen, das ist jetzt keine Frage der undisziplinierten, intriganten oder was ignoranten SPÖ-Basis, die ja da repräsentativ versammelt ist in den Parteitagsdelegierten. Sondern ich glaube, dass das die Frucht dessen ist, dass die Frau Rendi-Wagner ihre eigene Partei, ihre eigene Wählerschaft, Parteibasis schon nicht mehr richtig einschätzen kann. Schauen Sie, ich glaube, dass es nicht organisiert war von Doskozil, von Dornauer oder Schnabel oder wem auch immer. Ich glaube, dass das wirklich ein spontanes Ergebnis dieser Menschen, die dort auf dem Parteitag gesessen sind, war, die einfach das Gefühl haben, das ist die falsche Person an der Parteispitze. Die hat sich zum Beispiel auch rein vom Gefühl her, muss ich sagen, in den letzten Monaten, wo sie auf einmal, nachdem sie am Anfang geschwiegen hat als Virologin, war sie dann die letzte Warnerin und sagen, na, wir müssen noch verlängern. Die hat doch das Gefühl vermissen lassen, dass auch die SPÖ-Basis schon angefressen war, genug gehabt hat von den Einschränkungen und. Nur ein Beispiel. Ne? Und natürlich jetzt zuletzt die von Peter Kaiser, mit welcher Absicht weiß ich nicht, präsentierte Vorschlagsgeschichte mit der Staatsbürgerschaft, die hat dem Ganzen natürlich den Deckel aufgesetzt sozusagen. Denn eines ist klar, jene Kommentatoren, die sagen, letztlich geht es um die Haltung zur Migrationsfrage, wo offenbar zwischen Basis und Führung schon ein Riesenkonflikt oder eine Riesenkluft aufklafft. Das ist wirklich das Problem für die SPÖ.
ich sage jetzt nur dazu, weil Sie den Namen Dornau genannt haben, der wird im Moment nicht verdächtigt. Also verdächtig werden Doskozil, Schnabel und Max Lehrer. Ich sage es jetzt nur zur Korrektheit. Hochverdächtig. Dazu und die dementieren das. Du als Kenner der Partei, Andreas Mölzer hat jetzt gerade gemeint, das war nicht organisiert und hätte irgendwas mit Pandemie und Staatsbürgerschaftsgesetz zu tun. Glaubst du auch, dass es nicht organisiert war oder gehörst du zu dem Teil, der eigentlich sagt, naja, so ein schlechtes Ergebnis geht gar nicht ohne ein Ausmaß an Organisiertheit, wenn man nicht sonst den Unmut am Parteitag spürt? Ich will jetzt nicht wirklich so ein verdächtiges Blame Game spielen. Ja. Also natürlich bin ich bei dir, so ein schlechtes Ergebnis geht nicht ohne, dass es auch organisiert ist. Dann kann man aber sich immer nur die Frage stellen, sind von den 25% oder 24% 12% organisiert und 12% so eine allgemeine Unmut sozusagen so aus dieser Haltung. Wir sind nicht zufrieden, weil sie kann es nicht, vielleicht wegen einer dieser Fragen, die Sie aufgezählt haben. Es kann aber auch sein, so Haltungen, die Bundesgeschäftsstelle und die Parteiführung sind nicht präsent genug, sie rufen nicht oft genug an, bei uns Spitzenfunktionäre oder mittlere Spitzenfunktionäre, deswegen gibt es keine Kommunikation. All das wird sich summiert haben, es wird also organisiert sein und ein Unmut aus verschiedensten Gründen, der sich summiert hat und auch dieses Gefühl, wir sind nicht gut genug, ja? Das ich total unterschreiben kann. Ja, ich verstehe das ja, dass die Leute diese Haltung haben. Man kann sich aber natürlich auch die Frage stellen, vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren war diese Parteivorsitzende noch mit dem Rücken total zur Wand, hat sich total stabilisiert eigentlich. Damals lagen wir in den Umfragen bei 16%, jetzt liegt man irgendwie bei 25% oder 26%, jedenfalls bis Sonntag. Ja, jetzt wird es wieder bergab gehen, das ist völlig klar. Mhm. Aber da kann jetzt wirklich die Parteivorsitzende nicht viel dafür. Das waren eher die da jetzt gestrichen haben. Ja, es ist so, es ist eine Summe davon. Ich würde auch nicht sagen, dass die Parteivorsitzende völlig schuldlos davon ist, ja, und ihr Team rund um sie herum. Ganz kurz, ist dieser Punkt mit dem Staatsbürgerschaftsgesetz nicht tatsächlich etwas gewesen, das noch zusätzlich polarisiert hat? Es kommt noch vieles dazu. Ich glaube nicht, dass das irgendwas im Hinblick auf diese Streichungen bedeutet hat. Ja? Ich glaube auch, was ist denn der Vorwurf, was das betrifft? Es ist die richtige Forderung, es ist das richtige Problem. Was heißt Forderung? Es sind ja ganz viele Forderungen in diesem Antrag drinnen. Es ist die Debatte über das richtige Problem, es ist die richtige Debatte, aber zum falschen Zeitpunkt. Okay, kann man finden. Ja? Die Frage ist, was ist der richtige Zeitpunkt? Morgen sind keine Wahlen, die nächsten Wahlen sind im Oktober, die oberösterreichischen Landtagswahlen. Also was da jetzt so der besonders schlechte Zeitpunkt sein soll, kann man auch diskutieren. Du kannst das dann auf Details runterbrechen. Du kannst ja bei Parteitagen beschließen Anträge. Manche dieser Anträge werden nicht beschlossen, sondern irgendwie zugewiesen einem Ausschuss. Das heißt, sie werden begraben. Ja, man kann auch manche Anträge vielleicht eher unter der Oberfläche der Öffentlichkeit aushandeln. Aber das ist doch nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist doch, dass man jetzt eigentlich eine Sozialdemokratie bräuchte, die an den zwei zentralen Fragen, nämlich der sozialen Frage und der Demokratiefrage, die Regierung stellt und mit einer Vorsitzenden, deren Rücken man maximal stärkt. Ja? Und das hat man eben nicht getan und das halte ich für eine unvernünftige Haltung. Selbst wenn ich durchaus Verständnis habe für die Detailkritiken der Kritiker. Ja? Jeder hat ein bisschen ein Recht, dass es da nicht so optimal läuft. Aber wie soll es denn besser laufen, wenn ich der Parteivorsitzenden in den Rücken falle und ihre Position auch noch Schwäche. Also jeder, der da abgestimmt hat, negativ, muss sich die Frage stellen, und was ist jetzt zwei Tage später besser? Ist irgendwas besser? Oder ist es eher noch schlechter? Und das ist halt das, was ich ein bisschen wenig durchdacht ansehe an diesen Haltungen. Sie kennen ja aus der FPÖ solche Volten und Revolten. Da gab es ja auch mehrere Obleute, gegen die agitiert wurde, zuletzt gegen den Norbert Hofer. Der große Unterschied ist, in der FPÖ hat man eigentlich immer schon gewusst, wen man stattdessen hinsetzen Alternative will. Alternative ist da. Genau. Ja. Oder zumindest gab es Leute, die gesagt haben, ich will es machen. Sehen Sie diese Alternative in der SPÖ? Weil Sie scheinen diese
Rebellen nachvollziehen zu können, aber mit welchem Ziel passiert das Ihrer Meinung nach? Naja, zum einen möchte ich auf das eingehen, was der Herr Misik sagt. Es ist offenbar ein Zustand in der SPÖ, den ihr von außen nicht so, also das kann ich nur als Ferndiagnose mir anschauen, der gewisse, nicht nur Unzufriedenheit, sondern auch ja, Illoyalität und mangelnde Disziplin. Und mir erscheint ja da nicht nur die Frage, wie es jetzt für die Vorsitzende ausschaut, sondern die inhaltliche Frage ist ja, dass da ein guter Teil der Delegierten harmgeht, bevor die wichtigen Dinge abgespinnt werden. Das erscheint mir fast noch bedenklicher wie die 75%, weil das heißt ja, uns ist das Schnurzpiep egal. Wir gehen heim, wo es heiß ist oder wo es Fußballspiel kommt oder was auch immer. Ne? Und das, wenn das ein repräsentativer Schnitt... Das Fußballspiel wäre sich aber ausgegangen. Ja, sowieso, die Hitze nicht. Naja, wenn du das in Oberösterreich anschauen müsst oder in Vorarlberg, geht es nicht so schnell aus. Ja? Völlig also. Aber das erscheint mir fast ein bisschen bedenklicher, weil das ist ja noch immer die größte Oppositionspartei im Lande, die ja verpflichtet wäre, die Alternative für die Regierung, deren Kritik ich genauso teile wie Sie, zu stellen. Ne? Und da muss ich natürlich sagen, von den Folgen her freuen sich nur wirklich zwei Leute, freuen sich wirklich, das ist der Herr Bundeskanzler, ne, der sagt, naja, das wird keine Konkurrenz für mich sein. Und der blaue Oppositionsführer, weil der sagt, na gut, die sind zwar in den Umfragen und bei dem Wahlergebnis etwas stärker wie wir, aber die spiele ich als Opposition locker an die Wand, da bin ich der Oppositionsführer und nicht die Frau Rendi, denke ich mir. Ne? Ja, was soll ich sagen? Ich kann da wenig, leider, ich würde jetzt gerne widersprechen, aber ich kann da leider nicht widersprechen, das ist halt so. Man muss die Dinge auch einfach dann sozusagen so nehmen, wie sie sind und ihnen ins Auge sehen. Ja? Ohne Zweifel ist es unmöglich, dass du einen Parteitag hast, wo du vorher, das soll man ja nicht vergessen, die 600 Delegierten die Tagesordnung beschließen und die gleichen 600, also zumindest 300 davon, gehen dann früher heim gegen ihren eigenen Beschluss. Ja, und das sind ja auch die Delegierten der Mitglieder. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder die Sozialdemokratie noch hat. Ich weiß nicht, 100, 200.000, ich müsste nachschauen. Ja. Aber sozusagen die dort sitzen, sind die Delegierten ihrer Mitglieder. Das ist eine Ehre für die, von den Mitgliedern dorthin geschickt zu sein, und dann ist einem das wurscht, also das geht alles nicht. Ja? Also da sehe ich das leider genauso wie der Andreas Mölzer. Das ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Es geht um das Land, es geht um eine Sozialdemokratie, es geht um eine sozialdemokratische Idee, die in diesem Land seit, weiß ich nicht, 150 Jahren präsent ist, und die müssen früher heimgehen, damit sie das Fußballmatch sich ausschauen. Das halte ich einfach nicht im Kopf aus. Aber wie gibt es das, und ist das nicht ein valider Punkt, dass sich da eigentlich der Sebastian Kurz und sogar der Herbert Kickl jetzt bequem zurücklehnen können, sich halb totlachen können, weil offensichtlich ist den Delegierten die große Sozialdemokratie. Ich kann das halt leider jetzt auch nicht ändern. Ja? Ich kann das leider auch nicht ändern, indem ich jetzt erkläre, dass es nicht so ist. Ja? Natürlich können sie die totlachen. Natürlich ist das größte Geschenk, was man Sebastian Kurz in der jetzigen Situation, wo der schon im Rücken an der Wand oder die Pfeile gehen auf ihn nieder oder ja, ein riesengroßes Problem, wie man das metaphernweise ausdrücken mag, ja? Macht die Sozialdemokratie an Parteitag, der eigentlich gar nicht so wahnsinnig wichtig ist. Ich meine, es ist jetzt ein Parteitag, der eigentlich stattfindet, weil er hat routinemäßig stattzufinden hat. Und macht aus diesem Parteitag einen Fiasko, wo der Sebastian Kurz sich hinstellen kann und sagen, ich lag mit deppert. Ja? Natürlich ist das so, was soll ich da machen? Ja? Deswegen glaube ich auch, dass man da nicht zur Tagesordnung übergehen kann. Ja? 75%, da haben Sie recht, ist ein schönes Ergebnis. Es sind auch zwei Drittel, die hinter ihr stehen. Es ist auch keine einfache Situation, alles richtig, ja, aber du kannst nicht zur Tagesordnung übergehen. Die Frage ist nur, was heißt es, nicht zur Tagesordnung überzugehen? Ja? Ich glaube, dass wenn es ja so ist, dass die Hälfte derer, die gestrichen haben, irgendwie organisiert war, dass es da sozusagen immer die gleichen sind, die irgendwelche Hühnchen zu rupfen haben, dann muss man denen auch irgendwann mal klar sagen, die 75%, müssen denen 25% dann klar sagen, wir lassen uns von euch nicht alle 1,5 Jahre wieder in ein Tief hineinreiten. Aber die anderen, die gestrichen haben, aus gut verständlichen, nachvollziehbaren Kritikpunkten, auf denen muss man auch zugehen. Also muss man wahrscheinlich, wer die Parteivorsitzende, schon gut beraten, sich die Frage zu stellen, was kann ich anders machen? Was kann ich anders machen in der Bundesgeschäftsstelle? Was kann ich anders machen in der Kommunikation mit der Partei? Wie kann ich diese verständliche Unzufriedenheit
abfedern, schauen, dass ich die Leute mehr einbinde, weil ich habe auch viele Telefonate heute geführt, da gibt es natürlich viele Leute, die sich auch zu Recht verbirrt fühlen, ja? Und nicht nur die, die so hinten herumdauernd herumintrigieren müssen. Und diese beiden Dinge muss man angehen, man kann nicht zur Tagesordnung übergehen, aber beides braucht unterschiedliche Strategien. Jetzt ist es ein bisschen, Sie sind ja freiheitlicher, aber trotzdem, was würden Sie denn als SPÖ in der Situation jetzt machen? Naja, die Frage, die Sie nicht stellen, Herr Wiesig, ist die, ob Sie es überhaupt machen sollen. Nicht nur, was soll Sie anders machen, sondern ob Sie es überhaupt machen sollen. Ne? Weil es ist halt offensichtlich, dass Sie, das erscheint mir als Außenstehender, irgendwo eine Fehlbesetzung ist. Eine gescheite Frau, wahrscheinlich eine tolle Medizinerin, nehme ich an, und aber wahrscheinlich keine Politikerin. Ne? Und die, das, was Sie zuerst gefragt haben, die Alternativen. Ne? Es ist ja wirklich so, schauen Sie, der Herr Doskozil, bei dem erscheint es mir nicht eine Frage des politischen Wollens, sondern eher nur eine medizinische Frage, wie weit das gesundheitsmäßig da packt. Ne? Aber es ist ja sonst niemand vor den Vorhang getreten. Wen gibt es? Die starken Landeshauptleute, den starken Wiener Bürgermeister, den starken Kärntner Landeshauptmann, von dem ich den Eindruck habe, der lässt sich lieber da einstechen, bevor er sich das antut. Ne? Und wen gibt es? Und die Gewerkschaft natürlich. Ne? Und ich glaube schon, dass der pragmatische Flügel der Sozialdemokratie da gefordert ist, weil das, was Sie immer predigen, Herr Wiesig, nicht der kleine Mann, aber für die einfachen Leute und, die hart arbeiten und so, das haben die Leute halt nicht mehr das Gefühl, dass das die SPÖ ist. Die haben halt das Gefühl, das ist für die Bobos und für die Schickis und was weiß ich was, so ein bisschen Überschneidungsmenge mit den Grünen und das war's. Ne? Und das wird die Entscheidung sein, oder die Frage sein, die sich die SPÖ stellen wird müssen und wer das repräsentiert. Ne? Ja, aber das ist, glaube ich, nicht, ich meine, es gibt immer kleine Differenzen und sozusagen die Wählerschaft in einem Flächenbundesland wie in Burgenland ist auch eine andere als in einer Millionenstadt wie Wien und keiner wird dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig vorwerfen, dass er nicht diesen schwierigen Spagat zwischen sozusagen der Vorstadt und den linksliberalen Innenstadtbezirken gut zusammenbringt. Glaube ich, dass es könnte. Das ist die große Herausforderung, die eine Sozialdemokratie hat. Ja? Und der Herr Doskozil, der das ohne Spagat im Burgenland leicht hinkriegt, wird es natürlich im Bund nicht so leicht hinkriegen. Und abgesehen davon, dass es überhaupt keine Option ist. Und das ist eben auch der Punkt. Man hat eine Parteivorsitzenden. Es gibt keinen anderen, der nach vorne geht. Oder es gibt auch nicht mal jemand, der im Gespräch ist real. Ja? Der oder die das an ihrer Stelle machen soll. Wenn man diese Situation hat, muss man sich hinter die vorhandene Parteivorsitzende stellen und sagen, ja klar, ist für sie nicht einfach, aber es wird dann für sie leichter, wenn man sie unterstützt. Es wird sicher nicht für sie leichter, wenn man ihr dauernd Prügeln zwischen die Beine schmeißt und solche Wahlergebnisse ihr produziert. Ja? Und das sehe ich halt schon das Problem in einer Partei, also sozusagen, du kannst als Parteivorsitzende in einer schwierigen Situation nur realisieren, wenn du die Solidarität deiner Leute hast. Noch dazu als sozialdemokratische Partei. Ja. Wie sollen dir die Wähler glauben, dass du die Partei der Solidarität bist, wenn du nicht mehr in der Lage bist, solidarisch mit deiner eigenen Vorsitzenden zu sein? Ja? Ich meine, das ist doch absurd. Ja? Ja, aber jetzt kommt ja ein strategisches Problem dazu. Die inhaltliche Kernaussage dieses SPÖ-Parteitags war doch niemals mit der ÖVP unter dem Herrn Sebastian Kurz. Ne? Stimmt, ne? Würde ich sagen, das war die Aussage. Und dann gibt es natürlich sehr deutlich drüber gekommen. Und dann gibt es ja nach wie vor den aufrechten Parteibeschluss niemals mit der FPÖ und schon gar nicht unter dem bösen Kickl. Ja, mit Wenden überhaupt. Schauen Sie, Herr Wiesig, eines ist ja zerstoben, ein Traum, den Sie immer wieder artikulieren, die linke Mehrheit im Land. Wie soll die mit dieser Führung der SPÖ zustande kommen? Die gibt es nicht und die wird es auf absehbare Zeit offenbar bei der politischen Konstellation auch nicht geben. Und mit wem will dann die SPÖ regieren? Weder mit dem Kickl noch mit dem Kurz? Ja, pfff. Der Versuch, nüchtern ein Problem zu sehen. Gehen wir kurz in eine Werbepause und dann werden wir darüber reden, was SPÖ und FPÖ in Wirklichkeit gemeinsam haben. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview der Politinsiderin. Ich begrüße Sie zurück zum Streitgespräch zwischen Andreas Mölzer, FPÖ-Publizist, und Robert Miesig, SPÖ-naher Publizist. Wir haben jetzt vorher, hat Andreas Mölzer etwas angesprochen, das nicht ganz falsch ist, auch wenn wir ihm keine Krokodilstränen für die SPÖ glauben. Beim Parteitag hat die Pamela Rendi-Wagner tatsächlich eine klare Absage an eine Koalition mit dem System Kurz
gemacht. Gleichzeitig bleibt sie dabei, ich habe ja heute auch ein Interview mit Pamela Rendi-Wagner, dass es noch mehr eine Absage gegen die FPÖ gibt und noch stärker seit Herbert Kickl übernommen hat. Nimmt sich die SPÖ damit nicht völlig aus dem Rennen? Naja, erstmal nimmt sich die SPÖ nicht aus den Rennen, weil das Entscheidende für die SPÖ ist. Und das ist, ich meine, sie ist ja lange Zeit in der Zweiten Republik die stärkste Partei und ist jetzt die stärkste Oppositionspartei und bis vor ein paar Tagen noch irgendwie im Windschatten der ÖVP angekommen. Das heißt, das Ziel der Sozialdemokratie muss immer sein, die Nummer 1 zu sein und die Kanzlerpartei zu sein. Und dann brauchst du neben dem Umstand, dass du die Nummer 1 bist, weil du wirst nicht 50% haben, Koalitionsoptionen. Und wenn Sie da von einer linken Mehrheit reden, ich rede von keiner linken Mehrheit, sondern von einer Mehrheit von Grünen, SPÖ, Grünen und na, Neos. Das ist eine rechte Mehrheit, und die Neos sind ja jetzt nicht wirklich links, sondern sozusagen eine Mitte-Rechts-Bürgerliche, fast manche sagen eine neoliberale Partei. Also zum linken Lager gehören die sicher nicht, ohne Zweifel. Ja? Nur wirtschaftlich. Und wenn wir jetzt da jetzt mal davon absehen, natürlich ist das Ziel und das ist ja auch erreichbar, dafür muss man kämpfen mal. Und es ist das Ziel, eine Regierung ohne ÖVP und FPÖ herzustellen. Dann am Ende entscheiden natürlich immer die Wähler und dann wirst du eine andere, dann musst du sozusagen die Situation begutachten, nennen wir es mal so. Ja? Wir haben aber vor uns jetzt keine Wahlen und die Absage der Pamela Rendi-Wagner war jetzt in dem Fall mal gegen das System kurz. Jetzt stellen wir uns mal vor, die SPÖ wird Nummer 1 und die ÖVP wird Nummer 2. Dann wird es die ÖVP vielleicht immer noch geben, aber das System kurz nicht mehr. Das steckt ja auch ein bisschen in dieser Aussage drinnen. Also nach einer Wahl und wir werden so bald wahrscheinlich nicht wählen und wenn, dann wird man sehen, was dann rauskommt. Nach einer Wahl sind die Karten neu gemischt, was diese Dinge betrifft. Ja, und auch diese Frage mit der FPÖ. Ja, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Regierungskoalition von SPÖ und FPÖ. Dafür spricht eher nicht, dass sich die FPÖ da jetzt sozusagen mit Herbert Kickl eher auf einen noch klareren Rechtskurs bewegt, den ich jetzt gar nicht beurteilen will. Ich will darüber jetzt nicht diskutieren, nur es völlig klar ist, dass das Binden von einer gemeinsamen Basis, der gemeinsamen Haltungen für ein Regierungsprogramm zwischen Sozialdemokraten und Freiheitlichen jetzt nicht unbedingt einfacher machen wird. Ja? Aber das ist die Situation im Land und ich meine, die Sozialdemokratie hat es noch nie einfach gehabt. Ja? Ich meine, wie Viktor Adler angetreten ist, diese Partei zu gründen, hat man gesagt, es wird schwierig sein, eine Mehrheit in dem Land zu schaffen und so weiter. Ja, da wird nichts draus. Das war ja wirklich eine schwierigere Situation mit Despotie. Ja? Und da hat man sich nicht davon einschüchtern lassen von irgendwelchen Umständen. Ja? Also warum soll man sich in der jetzigen Situation von irgendwelchen Umständen schon einschüchtern lassen? Kämpfen, schauen, dass man wieder auf die Beine kommt, dass man Nummer 1 wird und dann schauen, dass man eine Mehrheit zusammenkriegt. Und ja, der Wähler entscheidet am Ende. So ist es. Generell hat die FPÖ das ja gemeinsam mit der SPÖ. Also Sie meinen, die SPÖ strebt eine Bobo-Koalition an, wenn ich Sie richtig verstehe. Naja, das, was der Herr Miesig schildert. Ne? Ja, also von mir aus, der Herr Miesig strebt eine Bobo-Koalition an. Aber die FPÖ hat ja genauso, das haben wir ja beim Parteitag eine Woche davor, genauso niemals mit Kurz und den Herrn Kurz mindestens so sehr verdammt, wie die Pamela Rendi-Wagner. Da frage ich mich langsam, gehen da nicht SPÖ und FPÖ eigentlich der ÖVP völlig auf den Leim? Und Sie als Freiheitlicher erinnern sich wahrscheinlich, dass es sehr viele Parteitage von Rot und Schwarz gab, wo permanent vom Jörg Haider die Rede war. Mhm. Und davon hatte eigentlich nur einer profitiert, naja, nämlich der Jörg Haider. Ja, ja, macht sie so da jetzt nicht alle miteinander denselben Fehler? Na, da muss man natürlich aufpassen. Wobei es realistischerweise einfach so ist, dass der Bundeskanzler nach wie vor der Chef der stärksten Partei ist, in den Umfragen, in der Kanzlerfrage überall noch vorne ist. Und deswegen kommt man natürlich in der politischen Debatte nicht um ihn herum. Das ist das eine. Das andere zur Frage Gemeinsamkeiten zwischen SPÖ und FPÖ. Auf der einen Seite gibt es ja in der jetzigen Regierungskonstellation das Beste
das angeblich Beste aus zwei Welten. Ne? Also da geht es nicht um Gemeinsamkeiten, sondern um Koinzidenz von zwei verschiedenen Vorstellungen. Also wäre auch das möglich. Ne? Aber es gibt natürlich schon im Eintreten für die arbeitende Bevölkerung, im Eintreten für die einkommensschwachen Schichten, gibt es schon massive Überschneidungspunkte und werfen ja viele Kritiker der FPÖ vor, dass sie da sozialpolitisch einen extremen Linkskurs fährt. Ne? Also das gibt es, wobei natürlich die großen Unterschiede die sind, dass die Freiheitlichen dann sagen, für die autochtone Bevölkerung, wogegen der linke Flügel der SPÖ sagt, ist völlig unterschiedslos für alle, die halt da sind oder kommen wollen und gibt es vieles, was einen Trend. Das ist eben die Frage, sowohl für die FPÖ als auch für die SPÖ, welche Führung mit welchem Kompromisswillen da vorhanden ist. Ne? Von Kickl weiß ich natürlich, dass er auch schon aus seiner Zeit als Generalsekretär einer war, der eher immer diese Option gern gehabt hätte, weil er berechtigt, wie ich inzwischen auch anerkennen muss, Vorbehalte gegen die ÖVP hat. Ne? Bei der SPÖ gibt es im Moment niemanden, der klar sich für das ausspricht. Ne? Von den Inhalten her in der Migrationsproblematik eben am ehesten der burgenländische Landeshauptmann. Ne? Aber das sind Dinge, und da gewinnen Rechte, die im Fluss sind. Da entscheidet der Wähler, da entscheiden Entwicklungen. Und ja, ich wünsche der Sozialdemokratie alles Gute. Nur weil die Frau Rendi-Wagner Ärztin ist, ist sie halt noch lange kein Viktor Adler. Und nur weil sie ein schwaches Ergebnis hat beim Parteitag, ist sie noch lange kein Bruno Kreisky. Das sind halt die Fakten. Ne? Also es klang ein bisschen, als könnte die FPÖ eine linke Partei sein. Also vielleicht wäre das eine links-linke Koalition, rot-blau. Ja, ja. Du hast das vorher schon angesprochen, die FPÖ träumt ja im Hintergrund in Wirklichkeit von einem Parteivorsitzenden Hans-Peter Doskozil oder jemand mit der Einstellung, um dann rot-blau machen zu können. Sagen wir, Randy Wagner würde gehen. Glaubst du, dieser Parteitagsbeschluss wäre dann plötzlich wundersam weg und die SPÖ könnte sich in Richtung so einer Koalition bewegen? Also ich glaube nicht, dass die FPÖ sich den SPÖ-Vorsitzenden aussuchen kann. Genauso wenig kann ich mir den FPÖ-Vorsitzenden aussuchen, wobei man kaum jemand einfallen wird, was aber vielleicht auch... Sie kennen zu wenig Leute. Ich kenne aber ein paar und... sozusagen, aber anekdotisch würde ich sagen, mit dem Welser Bürgermeister kann ich mich herrlich unterhalten. Deswegen will ich, sage ich aber jetzt nicht, dass ich ihn mir als FPÖ-Vorsitzenden wünsche, schon allein nicht deshalb nicht, weil ich ihm ja nicht schaden will. Was du aber somit gerade getan hast, sage ich nicht. Weiß ich nicht. Er ist jetzt politisch tot. Ja, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Debatte, wer FPÖ-Vorsitzender wird, jetzt unmittelbar bevorsteht, weil die heute gerade angehört. Ne? Nein, also genauso wie ich mir den FPÖ-Vorsitzenden nicht aussuchen kann, kann sich die FPÖ den SPÖ-Vorsitzenden. Das ist ja falsche Logik dahinter, ja? Weil ich kann sagen, mir gefällt XY besser als FPÖ-Vorsitzender. Ich darf Ihnen verraten, ich werde deswegen trotzdem nicht FPÖ wählen. Genauso werden diejenigen FPÖler, die sich jetzt irgendwas ausmalen, nie SPÖ wählen, wenn der Herr Doskozil Parteivorsitzender ist. Also jede Partei muss schon schauen, was ist ihr eigenes Potenzial und wie kann sie das optimal erreichen, ja? Und nicht ein Potenzial, das zwar fiktiv ist, ja, und Potenzial, das Doskozil erreicht, aus FPÖ-Wählern ist fiktiv, weil die FPÖ-Wähler werden die Doskozil nicht wählen, wenn eine SPÖ. Das ist eine Binsenweisheit, da haben Sie sicher hundertprozentig recht. Aber schau, einigen wir uns doch auf was anderes. Es geht doch im Moment eh nicht darum, eine Regierung zu bilden, es geht darum, eine effektive Oppositionspolitik und Alternativen für Österreich zu entwickeln, gegen die schwarz-grüne Regierung. Und da müsste es ja unter pragmatischen, vernünftigen, demokratiepolitisch fairen Bedingungen möglich sein, dass man als Opposition daran arbeitet. Ja, deswegen ärgere ich mich ja so, ja, weil da ist ja viel vorangegangen. Also das muss man dazu sagen, das ist ja zum Beispiel im Urschuss gibt die parlamentarische Zusammenarbeit. Aber letztendlich muss dann doch jede Partei, und in dem Fall sage ich jetzt mal die Sozialdemokratie, nicht nur, weil ich vielleicht ihr freundlicher gesonnen bin, sondern auch, weil sie die größte Oppositionspartei im Moment ist und die führende progressive Oppositionspartei im Land, weil die andere ist halt in der Regierung, die Grünen, ja, die hat da eine Aufgabe, auf die Beine zu kommen, und die hat die Aufgabe, ihre Performance zu verbessern, ja, besser zu werden und weniger Zwöller machen, ja, und die richtigen Themen in einer Sprache zu präsentieren, die die Leute packen, ja, und nicht darüber zu diskutieren oder
selbst mich jetzt dazu zu zwingen, jetzt wahrscheinlich 2 Wochen darüber zu diskutieren, was für das Problem der Sozialdemokratie ist. Ja, das interessiert keinen, ja, der die Sozialdemokratie braucht. Die Leute, die die Sozialdemokratie brauchen, brauchen eine Sozialdemokratie, die stark ist und nicht eine Sozialdemokratie, die über sich jammert und sich darüber ärgert, dass sie uneins ist. Ja. Und da sind ja ein paar Meter gemacht worden. Da kann man immer noch sagen, es hätte besser sein können. Aber es ist ja einiges vorangegangen, auch an Glaubwürdigkeitsgewinn. Ja? Diese Kämpfe, das Eintreten für die Beschäftigten bei MAN, ja? Wie generell die Haltung der Sozialdemokratie in der Wirtschaftskrise und Sozialkrise im Hinblick auf das Arbeitslosengeld und so weiter. Da sind ja einige klare Botschaften gesendet worden, die ja auch Menschen hoffentlich gewonnen haben. Ja, man sah es ja auch in den Umfragen, kein großer Swing, aber doch ein paar Zentimeter. Ja. Und das macht man durch eine willkürliche, dumme Jux- und Tollerei-Streichaktion an einem Parteitag, bei dem es eigentlich um nicht sehr viel gegangen ist, mutwillig kaputt. Und das ärgert mich. Das ist völlig richtig und genau deswegen ist die Sozialdemokratie zwar die größte Oppositionspartei, aber leider nicht die stärkste. Und da wird sie halt mit dem Kickl kooperieren müssen. Weil, also na, weil sie Stärke metaphorisch ausdrücken. Durchsetzungsvermögen und. Ne? Und das wird halt jetzt die politische Situation sein. Das folgert auch für das politische Gesamtgefüge in der Republik, im Parlament, hat das natürlich massive Folgen. Ne? Folgen, die ich durchaus positiv sehe, weil das die Chance ist für Kickl und Kameraden gegen Randy Wagner und Genossen durchaus sich an die Spitze der Opposition zu stellen. Ne? Gut, das ist jetzt ein Ende, das sich vielleicht jene, die Pamela Rendi-Wagner gestrichen haben, anschauen sollten. Andreas Mölzer, der gesagt hat, dass das Herbert Kickl und Kameraden geholfen hat. Ich bedanke mich bei den beiden Herren für die Diskussion, Ihnen fürs Zuschauen und nach der Werbepause geht es spannend weiter.